Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Innovative Reality 2 mit dem Merlin. Lol, das geht ja auch noch, stimmt. Nein. Okay. Das ist abgebaut. So. Nein, der Pupsepter. Also, Alter! Der macht mich tot. Ich habe übrigens jetzt auch schon den tollen Friedhof erweitert mit den Abonnenten. Und das müsst ihr euch mal angucken. Ich hatte da eine ganz tolle Idee, was wir mit diesem kleinen Häusle machen. Guck mal, das seht ihr hier. Wunderschön. Aha. Tada. Ist das nicht geil. Magic. Das und ist wirklich Magic. Und hier ist Graveyard Soul. Die habe ich extra mit Rotten Flash gecraftet. Hier, seht ihr? Rotten Flash, Bone Mill und Dirt. Ja, schließ mich halt ein. Lol, man kommt hier nicht mehr raus. Man kommt hier nicht mehr raus. Selbst wenn du die Tür aufmachen würdest, käme ich nicht mehr raus. Wirklich nicht? Nö. Das hast du gut gemacht. Wer zu uns will, der wird gefangen. Ist so. Naja, gut. Ich wollte auf jeden Fall jetzt den Transmutation Table machen. Oh, hier. Mutation. Ja, und dann und haben Mutation. Wir unendlich Diamanten. Tatsächlich, auch aus Emeralds. Mutter und Vatation. Oh, nee. Aber erstmal gucken wir. Mutter und Vater Morgana. Mutter und Vater Morgana. Wir gucken mal, was im Lootbag drin ist. Zack. Zephyr's Head, Packrat, Fossler, Division Sigil und Mil Jaredhard. Alter. Keine Ahnung. Division Sigil ist schon ganz lustig. Wir können das Ritual eigentlich irgendwann mal machen. Das haben wir aber schon, das Division Sigil. Ja, doch, das stimmt. Transformer vor allem. Mew. Alter, warum zum Glück sucht jetzt eventuell... das Item ist nicht mehr für mich. Das finde ich richtig gut. Wie sucht nicht mehr? Das sucht nicht einfach nicht mehr. Was nicht mehr? Ja, gar nichts. Irgendwas. Kann man hier XD irgendwas und zeigt trotzdem alles an. Das Item ist eigentlich so unverbuggt. Fast. Bei mir buggt das nicht. Ja, das ist... Ich finde das blöd, dass du nicht mehr Add und dann den Modnamen eingeben kannst. Es ist nur noch der Modname, ja. Mod, Punkt und dann den kompletten Modnamen. Wenn da irgendwas falsch ist, dann denkt er nicht, dass es der Mod ist. Das ist so kacke, das war früher viel besser. Nee, du kannst einfach nur den Modnamen eingeben, das reicht schon. Nein, das reicht nicht. Ohne Add. Nee, das reicht nicht, das wäre ja blöd. Das wäre... Das reicht. Weil... Weiler. Ah, okay. Das reicht. Nee, das ist, ohne Weiler ist es natürlich behindert. Früher haben das die Leute auch schon mit Mod-Punkt angegeben. Ich frag mich, warum. Ja, ja. Das waren dumme Leute, so wie Spark of Phoenix. Also ehrlich. Ich mach mal Disconnect. Ah, es bracht ja nichts. Disconnect hatte ich hier eben auch schon. Teufelblut ist dein Hohlensohn. Teufelblut ist dein Hohlensohn. Zum Glück jetzt auch als Splash, das freut mich. Splash ist ein Splash-Potion. Schlecht. Auf jeden Fall. Und er verbindet sich so schnell mit Dextery, das glaubt man kaum, weil Dextery so gut ist zum Weltaufbau. Da spielt man circa 2 FPS. Manchmal, aber manchmal auch gut. Aber beim Tornado-Mod, wenn man das spielt, dann hat man gelitten. Finde ich gut. Und ich finde den Dinge, Transportation Table nicht. Deswegen bin ich am Sack. Welche Seite ist das? Ach nee, kann man ja nicht sagen, oder? Oh. Soll ich den für dich machen? Nee, ich will ja den scheiß Mutation, dafür habe ich ja extra mir das überlegt hier. Das will ich jetzt hinkriegen. Dann machen wir jetzt einen Cut. Ich muss das Spiel neu starten. Kann ich leider nichts machen. Bis gleich. Bis gleich. Hallo zurück. Ich bin wieder da. Und Obsidian haben wir nicht. Deswegen haben wir gelitten. Wir haben kein Glowstone. Das... Oh nein, ich habe gar kein Energy von der Firma Monster heute getrunken. Hashtag Product Placement. Kauft Monster. Kauft Coca-Cola, denn es schmeckt gut. Hashtag Product Placement. Oh, das ist so dämlich. Das war super. Ja, also, Static wollte ich schon sagen. Immer wenn ich an übertriebene Sachen denke, es kann nicht sein. Was habe ich denn bitte jetzt Übertriebenes gemacht, außer dieses Bounce Pad? Ah ja, das haben die Leute noch gar nicht gesehen. Das war übertrieben. Das war ich denke aber nur, wenn ich. Nein, da kann man dann die Smell spielen. Ah nein, das ist so dämlich. Warum steht das immer zur Seite? Das ist total behindert. Ja, weil da, wo der Blaupunkt. Von der Firma Blaupunkt, da, wo der Blaupunkt. Oh nein. The fuck? Hörst du das auch? Ja. Hört sich geil an, lass mal so stehen. Hört sich ein bisschen zweideutig an. Das wäre eine schöne Soundkulisse. Ja, man kann die Treppe jetzt hochjumpen. Dann würde ich sagen, Ratzen und die nächste, also die erste Frage für heute. Ja. Kannst du direkt mal anfangen? Der liebe Creepercraft schreibt,
Merlin, hör bitte auf, dich über Pamela lustig zu machen. Hücken und Superhot. Außerdem der Wenigerlin. Folge. Mach dir wieder ein Projekt wie damals mit dem Mittelalterprojekt und der Rollenverteilung. Also ich war ja nicht dabei, falls du es schon gemerkt hast. Ja, klar, so leider. Ist das. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ich hab's mir aber auch nicht angeguckt. Ja, toll. Böser Merlin. Oder diese Roxy mag ich überhaupt nicht. Rock and Roll. Da kommt der. Also Hendrik, die Frage ist eher für dich, was würdest du sagen? Ja, das ist so eine, wie gesagt, wir hatten auch geplant, ein Comeback davon zu machen. Da bin ich aber dabei. Ja, aber das war ja schon länger her und das Ganze ist auch gescheitert und so weiter. Und jetzt hat keiner mehr Bock, so ein Projekt zu hosten oder sowas in der Art, weil das einfach keinen richtigen Sinn hat, weil wir haben die ganze Zeit Vorarbeiten gemacht und so weiter und man merkt schon irgendwie im Ansatz, dass das gefällt uns dann irgendwie. Ich hatte schon Lust gehabt auf jeden Fall, aber es war... Es gefällt uns nicht. Ja, ich hatte schon Lust, ja. Ich hätte schon... Ja. Es hat uns nicht gefallen. Ja, komm, lass nochmal ein Remake machen. Ah, Mann, Merlin, du machst ja auch keine Freunde mit dem Verhalten, ganz ehrlich. Ich muss 3 unserer Diamanten opfern für die Diamantspitzhacke. Wir brauchen hier erstmal Neta-Zugang. Ich sag mal, Sadek, ganz ehrlich. Ist schon fast zu technisch. Hast du den Translation Table gemacht? Wie gesagt, wir brauchen Neta-Sachen. Wieso? Glowstone? Ja. Da müssen wir jetzt den Neta für. Also, aber, ja, naja. Macht da keine... Wie viele Dias haben wir denn noch? 2. Also, wenn du die Diaspitze gemacht hast, haben wir noch 2. Locker easy, ich hab sie schon gemacht, ja. Machst du, na. Da können wir, die 2 müssen aber auf jeden Fall bestehen bleiben. Ich suche da mal nach... Ja, da ist doch schon Glowstone direkt, ich hol den mal eben. Ach so, Roguelike müsste es ja geben, oder was, ne? Nein, hier ist Glowstone direkt vor unserer Haustür quasi. So eine Aquädukt oder Oase, wie ich sehe. Ach, da drüben, stimmt. Ah ja, so kann man sich natürlich auch behelfen. So haben wir schon Transportation Table, ohne überhaupt was gemacht zu haben. Doch, wir haben geschissen. Das auch, ja, die Diamantspitzhacke, die können wir eigentlich auch verfeuern. Solange wir unendlich Diamanten haben, ist es sowieso egal. Vor allem, wir brauchen keine Diaspitzhacke für Obsidian. Wir können uns die jetzt einfach machen. Was, wie? Obsidian können wir uns ja einfach mit 2 Holz machen. Ja, mittlerweile schon, ja. Tsunami! Was? Nein! Oh nein! Was? Nein! Schnell weg! Ist das schlecht? Ist das gut? Glaube ich wohl nicht. Zeichen? Da sind schon Länder zugrunde gegangen daran. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Kommen jetzt ein Tornado. Tsunami. Es regnet nur ein bisschen. Ich bleib ein bisschen draußen noch. Gib erst was Glowstone. Pulver. Jetzt kommen einfach nur die Wasserkreaturen mal. Tsunami ist over. Wow, war das toll. Alter! Fast tot. Gib erst Glowstone. Also zu der Frage jetzt als Antwort nein. Nein. Das ist so. Ja, erstmal ist es nicht so geplant. Das ist die Tatsache. So, zack, zack. Alles rein. Schön, wunderbar. Ja. Merlin, gib den Glowstone. Ja. Gib den Glowstone. Dankeschön, da ist der Glowstone. So, da haben wir 4 Glowstone. Also, ich lese jetzt mal das nächste Thema vor. Mhm. Und das gehört zu dem gleichen Kommentar. Thema, was haltet ihr vom Mittelalter? Begründet, euer Creepercraft. Also, ich hasse das immer, ne? Wenn in dieser Schule gesagt wird, begründet. Was wird gesagt? Wenn in dieser Schule einfach so eine Aufgabe, du denkst dir, ja, das kann man ganz easy im Kopf rechnen, schreibst einfach ja, nein, vielleicht und dann begründet und dann musst du noch irgendwas schreiben dazu. Das macht immer Spaß, ja. Das ist überhaupt kein Spaß. Also, ich hab's schon immer gehasst. Du brauchst einfach mal Excellent Iron Armor, ja, richtig geil. Ja, ich habe noch ein bisschen Eisen übrig gelassen. Ein bisschen. Naja gut, erstmal Philosopher's Stone. Nehmen wir mal ein bisschen Rotstein hier. Rotstein, Flieg und Sieg. Nö. Oh, hat nicht gesiegt. Na, gibt's Rotstein her. Warum? Brauche ich. Warum? Für den Philosopher's Stone. Redstone ist gut, aber es ist nicht schön. Doch, schön ist es wirklich, ein Texture Pack. So, wie geht denn der Rotstein? Der geht so, wie geht der Rotstein? Der geht so. So geht der Rotstein. Der Rotstein geht so. La 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 la. Der Merlin benutzt den Kugelschreiber. Du nimmst keinen Schaden mit dem Ding, aber ich krieg Schaden wegen dem blöden Feuerschwert von. Ich liebe es. Oh, hier stinkt schon wieder. Ja, das liegt an dir.
Ist der kaputt? Make the transmutation table, then I make the emerald fucking shit. Fucking shit vor allem, ja. Clay. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Jetzt okay. Ich Transmutation Double. Los, stell ihn hin. Stell ihn hin. Dein. Ja, ja, jetzt war ich Dias. Jetzt war ich Dias. Super hot. Tja, versuch jetzt mal reinzukommen. Oh. Wie jetzt? Oh. Kann nur einer gleichzeitig reingucken. Ey. Ja, okay. So, learn the diamond. Shine bright like a diamond. Und jetzt können wir ganz viel Erde da reinkloppen. Ah ja, so ging das. Mach keine Haare. Ich hab eine 29 Dias. Durch was? Durch die Emeralds. Ach so. Wir tun jetzt einfach ganz viel Erde rein. Zack. Super hot. Zack. Super hot. Brrrm. Mit den Dias würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal diesen Uncrafting Table. Und dann können wir uns ja langsam in den Ehreboost wagen. Tatsächlich. Ah nee, erstmal würde ich sagen, machen wir den Magic Enchanting Table, den Extended Dings, wie halt auch immer. Ja, wir können beides machen. Holz, zwei Eisen hast du ja glorreicher an, du hast noch mehr übrig gelassen. Dann erstmal die Construction Table. So. Also, was haltet ihr vom Mittelalter? Ja, das ist so eine. Ist mir ein bisschen zu alt. Das war mal halt der beste GAU, oder? Da war ich noch da, ja. Ich bin nämlich ein Vampir, müsst ihr wissen. Blut. Oh Mann. Ach, sehr extend. Ja, also was haltet ihr vom Mittelalter? Was ist das für eine Frage? Ja, die Leute haben gestunken und saßen alles in ihrer fetten Ritterrüstung und haben sich die Finger schmutzig gemacht an ihrem Scheißessen. Auf jeden Fall. Kann man sagen. So viel halten wir vom Mittelalter. Ja, nee, Wir haben kein Meckes gehabt. Ich will da nicht leben. Es ist auf jeden Fall eine ganz andere Lebensform. Und die Frauen waren unterbemittelt. Ja, tatsächlich. Die Construction Table, klappt das überhaupt noch gut? Ich weiß es gar nicht. Nicht immer schlagen. Ja, aufwärts. Ich mach PvP zum nächsten Mal aus. Nein. Das die Construction, was bringt der? Das ist der Uncrafter. Es gibt keinen Uncrafter mehr. LOL! Wenn man eine Charcoal zurückcraftet, bekommt man da Esperwood 5-mal und eine Kohle. Was für ein Heck. Oh nein, es gibt schon wieder die ersten Glitches hier. Krieg ich mir einfach nach. Das ist echt heftig. Ich glaube, ich tue den Ding jetzt mal da rein. Die Dingens. Den Carpet. Krieg ich bei den da raus? Ach so. Perfekt. Nö. 8 graue Wolle jetzt endlich draus bekommen. Aus den Teppichen. Da kriegst du graue Haare. Dafür lebe ich. Ah, das würde ich auch gerne in den Transmutation Double reinwerfen. Dankeschön. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh nein, bitte nicht. Ja, Mittelalter ist eine schwierige Sache. Auf jeden Fall nicht das, wo ich auch gerne leben würde, weil das ist schon, also in allen Sachen praktisch so, wie man sich das heute nicht gerne wünschen würde. Machst du gerade den Enchanting Table? Noch nicht. Schade. Ich mach dir währenddessen mal Haricots, wie könnte es anders sein, und hol mir ein paar Bücher. Ja, das ist auch schon wichtig. Und ein bisschen Holz aus dem, aus dem Nachbardorf. Wetten, wir haben keinen Ink-Sack. Sack? Ink, Zack and Cody. Oh, Alter. Die haben Ink-Sack, glaube ich. Habe ich reingetan. Tatsächlich, wo hast du Ink-Sack and Cody? Wo hast du die denn her? Wo hast du das denn her? Das ist so doof. Ja, ist es auch. Just stable Zack and Cody, weißt du. Es wird immer dümmer. Ja, rate mal, wo ich die habe. Vom Tintenfisch. Wer hätte es anders erwartet? Wir haben aber keinen Lohnstaub. Das kann mir keiner erzählen. Das wird sich nicht lohnen. Ja, so wird es das wirklich nicht lohnen. Wir haben Lohnstaub, glaube ich. Nee, haben wir nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich guck gerade mal nach Blatzepowder. Haben wir Blatzepowder? Wieso kannst du danach gucken? Kann man darin suchen im Tisch? Ja, kann man. Cool. Das ist Kicham, ist das. Aber ja, wir haben keinen Blatzepowder. Ah, ja, ich will doch nur noch Blatzepowder gucken. So, wo ist denn Blatzepowder? So, Blatzepowder kriegt man aus der Bladeswood. Ach, wirklich? Aus den Firebloops aus dem Erebus? Das war's, okay. Ja, toll. Können wir leider nicht machen, den Enchanting. Wir können den normalen machen, den Table. Schnamm. Ja, auf jeden Fall. Obsidian. Haben. Ja. So ein Dreck, ey.
Wir hatten schon so viele schlimme Witze hier. Ivan-Ohr, Ivan-Nase. Oh, Kaktus im Blumentopf. Oh ja, ich hab's falsch gemacht. Ja, wunderbar. Zwei Diamanten und ein Buch war es ja nur, logischerweise. Ja, mein Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holladi, hollado, hollada. Ich glaube auch, dass er bei dir auf dem Balkon steht. Ja, wunderbar. Schon mal gepasst, da würde ich sagen, letzte Frage für heute, weil wir hatten ja Fragen und Thema und alles Mögliche. Jetzt vom vom Superli 778. Von das welcher ist Folge ist dieses Magic? Nee, das müsst ihr den Merlin fragen. Mr. Bean oder was? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist die Folge, wo er. Ich bin nicht ganz sicher, ne? Nicht, dass ihr jetzt die deswegen guckt und dann ist sie da nicht. Ich glaube, es war die Folge, wo der im Hotel eincheckt. Wo der da in diesem Hotel ist. Wo der da seine eigenen Bilder mit so nach Hause bringt. Oh nein, und dann. Dass er einfach zu Hause nimmt, dann so Bilder mit und dann hängt er die da auf und dann nervt er alle. Magic. Das ist wirklich geil, die Folge. Oh nee, ich will die unbedingt mal sehen, die ganze Folge, wo das Magic kommt, ey, das ist super. Bottle und Schade kann man bestimmt auch craften. Dann läuft er auch an einer Stelle so nackt im Dings rum. Oh, okay. Klingt einladend. Soul Sand. Also, wir können aber. Skelettkopf! Ich hab auch einen, ja. Geil. So, wir machen erstmal Energy Collectors. Dafür brauchen wir Glowstone. Wir müssen unbedingt. Dafür brauchen wir Monster. Kick Jump. 1, 2, 3. So, da nehmen wir uns einen Bukette. Alter, guck mal, Hendrik. Ja. Ja, richtig geil. Sieht das zweideutig aus? Ach so, ja, schon. Darauf wollte ich jetzt gar nicht achten. Oh nein, Merlin. Das ist schon toll. Ja, das Mist hätte ich doch mal ein bisschen Obsidian aufgehoben und dann hätte ich mit dem Transmutation Paper hätte ich jetzt Obsidian machen. Ach nee, können wir uns jetzt eigentlich schon mit Holz das herstellen? Was? Wir haben den Philosopher's Stone. Können wir uns da mit Holz genauso wie in Equivalent Exchange 3 unsere Sachen machen? Also Obsidian? Mit Holz? Ja. Wie? Ich glaube ja. Die haben, glaube ich, den gleichen EMC-Wert. Ja, aber wie geht das? Ja, ein Obsidian hat einen EMC-Wert von 64 und ein Holz 32. Das heißt, zwei Holz, ein Obsidian. Wir brauchen aber ein Obsidian zur, lass uns Enchantment-Table nochmal zerlegen und dann haben wir Obsidian. Ach so, stimmt. Ja, die können wir jetzt zerlegen. Ja, habe ich jetzt zerlegt. Und dann setze ich da eben Obsidian rein. Mach mal alles davon rein. Nee. Doch, setz alles davon rein, du kannst ja alles nochmal rausnehmen. Macht ja keinen Unterschied. Nur, wir haben es dann halt gelernt. So, ich habe jetzt 32 Obsidian gemacht. Das ist fresh, ist das, ja. 3 Obsidian. So, das reicht definitiv. Obsidian. Dann machen wir uns hier so das Portal der Reichen machen wir uns jetzt hier hin. Und bauen wahrscheinlich noch was... Das wird schon reichen. Oh Gott. Das wird man wahrscheinlich auch mal dann noch ein schönes Haus drum bauen oder so. Irgendwann mal. So, dann machen wir hier 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das muss noch eins, oder? Die muss noch. Die Kuh muss noch, ja. Perfekt. Man kann die jetzt auch anders bauen, stimmt ja. Aber, Was anders. Ich sag Kijam, ja. Übrigens, wenn ich frage, was das Kijam ist, ist einfach das Magische rückwärts, hat der Merlin mal gemacht. Richtig behindert. Oh, ein Portal. Warum hast du das in der normalen Standardgröße gebaut? Du kannst doch jetzt so groß bauen, wie du willst. Das ist doch viel geiler. Ja, ja, klar. Oh Gott, ich wollte gerade Feuerzeug mit dem Stock machen. Oh Gott, ey. Und das geht vor allem auch so. Ich das wurde mir jetzt auch bewusst. Ich war noch so im 1.6-mäßig drin, da dachte ich mir, nee. Guck mal. Ja. Oh. Was denn? Das hier. Ja, ist richtig geil. Los, zünd's an. Alter, ich hab dich schon erschreckt hier. Hinein. In den Yata. Oh, ich seh nix. Wo spawnen denn wir? Ah, wir sind gespawnt. Lol, hier ist direkt der Nether-Dings irgendwas. Ah ne, das ist von Zelda. Zelda Sword Skills. Oh, das ist ein normaler Cinder. Das ist nicht von dir, oder? Nee. Ja, das ist ein normaler Cinder, okay. Der hat mir den Blaze Rod gegeben. Lol.
Stimmt, wir müssen unbedingt Glowstone abbauen und das direkt da rein tun. Den brauchen wir eh nicht. Und nein, blauer Zinder. Ich bin voll die Shiny-Pokémon hier. Ja, Shiny-Pokémon. Oh, das ist Manimon-Zinder, aber den möchte ich trotzdem gerne umbringen. Na danke. Glowstone. Bam. Ah. Putz ein bisschen hier. Selenium, auch sehr praktisch. Ethereum. Ja, Ethereum. Lass mal hier das Ganze ausmachen und hier mal ein bisschen Helligkeit erzeugen. Schön. Der Lich im Twilight erzeugt gerne Helligkeit. Ich glaube auch. Nein, nur noch zwei Leben! Hilfe! Ich hab deine Level. Ich hab deine... Ich zeig, wie es geht mit diesem Track, damit ihr seht. Rechtschreibung ist gar nicht schwer. Warum bin ich am Brennen? Servus, grüezi und hallo. Wenn ich mich jetzt porte, ist das dann weg? Ja. Was denn? Alter. Ach, Skeletter. Das hat mich... Hilfe! 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 Lol, das Skelett hat keinen... Hä? Nein! Boulder Dash im Meta-WTF. Oh, bitte, bitte nicht. Sag nicht, jetzt ist diese Leiche weg. Sag nicht. Nicht Nilo. Nicht Nilo. Ist das nicht ein Abonnent? Das ist ein. Das ist einer. Och. Nee, das ist ein YouTuber. Och, scheiße, wo bin ich denn jetzt? Wo ist meine Leiche? Das ist doch unglaublich, Mann! Ja, und wo ist meine Leiche? Ja, wahrscheinlich im Neta. Nein, ich bin ja hier drin und hab mich teleportiert. Und da bin ich durch, und hat nicht ein halbes Herz, da kamen schon spackige Kreaturen. Lass die Tür zu. Und jetzt, wo ist meine... Fuck, hier kommen Renete-Kreaturen. Ja, nee, lass dann... kurz schlafen, bitte. Oh, Monster ist nie bei. Jetzt komm schnell schlafen. Dann würde ich aber sagen, das wär's auch gewesen mit der Folge. Wir gucken jetzt offscreen nochmal nach Hendricks Leiche. Ja, machen wir. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bleibt geilo. Tschüssikowski.